Damit willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Ich bin euer Firobo und wir spielen heute Dead by Daylight. Ja. Survival Friends. Ah. Es gibt endlich diesen. Ah, man kann nicht mit Freunden gegen andere spielen, gegen Killer spielen. Ah, nice. Endlich hab's eingefickt. Ah. Aber es gibt anscheinend ein paar neue Probleme. Sagen wir es mal so. Und so, wir sind einfach mal ein Überlebender. Wir wollen gejagt werden, jawohl. Ausstattung. Ich glaube, ich habe schon ein paar Sachen hier, oder? Oh. Mein Inventar wurde geklärt und so. Wow. Finde ich natürlich jetzt nicht so dolle. Na gut, ich habe das Spiel an den Schockstand gespielt, was ich dazu sagen. Also, von daher. Mit einer Lobby warst du, waren gar nicht in der Lobby drin. Hups, ich dachte, ich wäre in der Lobby drin gewesen. Hoppala. Was ist dieses Feuerzeug da? Tägliche Rituale, das ist Erwachen. Komme und überlebe einmal mit Mac. Achso, das muss ich schon machen, okay. Fange 7 lebenden Bären fallen. Oh, ist auch ganz nice. Okay, danke. Ja, ich würde gerne der Lobby beitreten. Misslungen, cool. Misslungen. Das ist immer noch das gleiche. Warten, Misslungen. Hallo? Lass mich jetzt mal eine Runde beitreten, Mann. Warum? So, nochmal reingehen. Misslungen. Warten, warten, jetzt vielleicht. Hoffen. Ja, es scheint geklappt zu haben. Oder nicht? Cool. Wow. Danke. Ja, und dann muss man sich rumschlagen. Spiel ist abgeschmiert oder was? Ja, da muss man sich halt rumschlagen die ganze Zeit. Ich bin fertig. So. Ja, und wie gesagt, deswegen wollte ich es eigentlich let's playen und hab's dann gelassen. Das ist der Grund dafür. Es gab anfangs keinen halt, du kannst mit Freunden spielen, nur allein gegeneinander. Bis du hast die Punkte halt nicht bekommen zum Beispiel. Das war es eigentlich useless, ja. Bin ich jetzt mal gespannt, wie das aussieht. Wir haben mal eine Chance, glaube ich, die es gibt. Es gibt auch drei verschiedene Killer momentan noch. Obwohl, vielleicht sind die Patcher und Vierter dazugekommen, ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall cool, dann würde ich den jetzt mal kennenlernen. Das wäre eine Überraschung für euch sogar. Ja, und die Ladezeiten. Ja, sind Ladezeiten halt, ne? Hardcore. Das Spiel, es hat halt so viele Bugs und weiter. Es gab auch früher noch einen Bug, dadurch konnte der Killer eigentlich nie gewinnen. Das ist auch so eine Scheiße. Ich diese Ladezeit angucke, denke ich mir auch so, oh mein Gott. Und wir sind auf dem Schrottplatz. Der stand Map und es ruckelt. Krass, okay, cool, danke, Spiel. Reunion, oh cool, wir kriegen einfach Punkte, weil wir einfach hier zusammen gespawnt sind. Und fliegende Raben. Oh, okay, die Map musste erst neu laden. Oh, cool. Okay. Wir haben auf jeden Fall den Glockenmann, der kann sich unsichtbar machen. Und ja, es ist ein toller Typ, der geht dann die ganze Zeit auf den Nerv. Okay. Ich kann versuchen, mal hier zu reparieren. Die Aufgabe von uns überleben ist, halt hier die Motoren am Laufen zu müssen. 5 Stück, seht ihr unten links. Das Laufen bringen. Ja, 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 ja. Lauf, Forrest, lauf! Hör doch eh noch mich. Ah, nein, nein! Aua, ich sehe ihn gar nicht. Ich kann er mich schlagen, wenn ich ihn ganz. Oh, hi. Scheiße. Jetzt gehe ich hier, jetzt kann ich noch. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen kann. Jetzt kann ich auch zum Beispiel wiggeln. Hier, aber ich krieg das irgendwie nie hin. Ja, das bricht bei mir immer ab, seht ihr? Ich kann da nichts machen. Ich verstehe die Steuerung. Ich bin da am Haken. Nice, danke. Ich mache jetzt keinen Fluchtversuch, weil dieser Fluchtversuch würde mein Leben sehr schnell drastisch verlangsamen. Und dieses. Auch ne, geil. Ah, das ist ein Camper. Cool. Wir haben also einen, der campt. Nice.
Gibt's eigentlich inzwischen mal einen Chat oder so? Ne, gibt's auch nicht. Wenn man meinen Leuten hier sagen kann, ja, wo der campt. So, kannst du jetzt so richtig kommen? Ne, noch nicht. Das ist die Scheiße halt, ne? Cool, die haben links den Generator fertig. Oh, Idioten, das haben wir. Oh, jetzt, und jetzt muss ich. Jetzt muss ich ganz halt Space drücken, geil, Lomatiker. Oh mein Gott. Aber das ist natürlich eine super Aufnahmebedingung jetzt hier, ne? Oh ja, das letzte Test ist einfach nur. Das Spiel kann Spaß machen unter Freunden, wenn man sich an Regeln hält. Aber selbst mit Random Guys ist das Spiel einfach nur Kacke momentan. Finde ich persönlich, ja, du bist ja eh Red Dutch die ganze Zeit nur. Ja, ich bin gleich tot, danke. Danke, meine Teammates kommen wahrscheinlich. Ja, das ist nicht mal gemacht. Du kannst dich. Weil ich darf jetzt nicht aufhören. Ah ja, er rettet mich. Danke. Danke, Mann. Ich komme nicht durch, weil du im Weg stehst. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich lauf einfach erstmal. Hey, kannst du mich heilen? Ah, wunderbar. Was? Oh! Hä? Hä? Wie ist der denn von da nach da gekommen? Ach, der hat mir Schaden gemacht mit dem Heilen wahrscheinlich. Ja, toll, danke. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall tot. Zusammen mit dem Haken ist auf jeden Fall tot. Ja, such mir noch einen. Ja, ich wollte meinen anderen Haken haben. Und zack, da sind wir tot. Ja, geil, oder? Das war Dead by Daylight. Wie gesagt, so macht das Spiel überhaupt keinen Spaß. Leider. Wir wurden geopfert. Wir können jetzt noch den anderen Leuten zugucken. Ja, Punkte verteilen brauchen wir uns nicht angucken. So, wir haben den Schnobi, der uns retten wollte. Der ist aber verkackt. Wieso kann ich jetzt nicht switchen? Achso. Ich muss so, ich kann nur so switchen. Ich kann nur dahin gucken, wo der gucken kann. Auch cool. Aber der ist auf jeden Fall hier voll. Da stellt er sich ja besser an als ich. Und wie gesagt, wenn ihr das Spiel haben wollt, ihr habt das schon nicht geholt. Kauft es euch nur, wenn ihr Freunde habt. Die es auch spielen wollen. Verweist ihr das? Der bleibt einfach gechillt hocken. Vielleicht fängt der Scheiß an. Lol. Oh ja, einer haben sie fertig. Oh. Hat er einen erwischt? Der könnte den Search den auch weitermachen. Der hat den auch jetzt gegettet. Wow, wie das aussieht. Ich glaube aber auch, es wird auch sehr stark gehackt hier im Spiel momentan. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben irgendein unendlich Hellkits gehabt und so weiter. Die konnten auch unendlich lang am Haken überleben. Ja, jetzt hast du lange gewartet. Jetzt hättest du ihn hier fetch machen können. Da hätte ich gesehen. Du bist tot. Besser, der die roten Punkte nicht sieht. Diese Idioten. Oh, die Stelle kennt man gar nicht. Weil dem ich, das muss man beim Heilen sein, du musst überall Quicktime-Events absolvieren. Das ist so deftig. Und als Killer halt eben nicht, ne? Deswegen spielen die Leute gerne als Killer. Kommt, glaube ich, jetzt hoch, oder? Ja, er kommt hoch, aber. Er kann einfach runterspringen. Aber der Killer kann natürlich auch einfach runterspringen und. Mit dem jetzt Gefängnis. Naja, fast. So, die konnten wenigstens einen anderen retten. Sam ist willkommen, Terry, jetzt gerade. Der versucht jetzt natürlich. Oh, er läuft genau einen Haken vorbei. Kriegt den. Nee. Der ist der Killer, der taucht irgendwie überall auf. Ich hätte auch gedacht, dass er von der anderen Seite kommt. Ja, Regan kriegt den hin. Ich weiß nicht, wie das Regan geht. Ich krieg's einfach nicht hin. Hä? Achso, das dachte gerade, das ist ein anderer. Ich dachte gerade, da wäre noch einer down geworden. Das ist ja jedes Mal auch der campt. Das ist nervig. So, wir schauen mal bei den anderen. Ja, bringt doch meinen Mann den Generator am Laufen. Da war noch einer, der relativ weit war. Ist auch so weit nachher. Dann müssen wir uns nicht absprechen. Weil, ne? Der andere Generator, der war fast schon fertig, den der ein Typ hier gerade gemacht hatte. Aber er hat versucht zu fliehen, deswegen hat es ihm das Leben gekostet. Ja. Bei dem
bist du nicht. Ja. Oh, ist tot. Super. Da läuft der. Was war das? Hä? Was hat er denn da für Sachen drin? Ah, Great Skill Check, okay, gut. Ja, mach hin. Nice, sie haben es geschafft. Ja, jetzt ist natürlich dumm, die Tür eigentlich zu benutzen hier, Kollege. Von der verfolgt dich einfach. Oder auch nicht? Was? Jetzt habt ihr den schon verfolgt. Ich hatte gerade das rote Licht da so. Das ist von der Lampe, okay. Und sie haben es auf. Ja, sie haben es einfach geschafft. GG. Muss Sandra nur wieder irgendwie herkommen. Der chillt aber irgendwie die ganze Zeit nur. Warum? Achso. Die Scheiße hier. Oh, er hat sie getroffen. Schön, dass ich gar nicht mehr angezeigt werde auch. Nicht gut. Ja, der kann auch runterspringen, du Depp. Nein, ich? Was? Der Killer kann echt nicht runterspringen? Ah, als ob der jetzt die ganze Zeit da... Oh, boah, ist das so nervig. Das ist nervig. Das hat der nervig Burg. Lauf da einfach zum Ausgang rein, Junge. Und das ist down. Komm, helft ihm auch nicht, lass ihn einfach sterben. Lass die Runde vorbei. Was hat der denn hier? Ich habe alle Perks, ich habe keine Perks. Du musst das Spiel echt suchen, damit du Perks kriegst. Und Perks sind teilweise auch relativ unfair, wie ich finde. Ja, und da haben wir wieder so eine Scheiße. Und wir hatten, das hast du in jeder Runde, wenn du nicht mit Freunden spielst. Und nur deswegen ist Dead by Daylight eigentlich im Grunde Scheiße. Das ist so nervig. So, wisst ihr was, Leute? Wir hören hier auf an der Stelle. Denn, wie gesagt, ich glaube, ihr habt ganz gut gemerkt, was ich für ein Problem mit dem Spiel habe. Und ja, diese Probleme mit dem Spiel wollen nie wieder verlost werden. Ja, und somit ist Dead by Daylight für mich leider gestorben als Spiel. Ich hätte das jetzt gerne als Let's Play gebracht mit anderen Leuten zusammen, aber ich dachte erstmal, wo ist, die Leute holen sich das Ding einfach nicht, weil bis jetzt konntest du einfach nur. Du kannst halt nicht als Gruppe spielen, weil du kriegst dann halt keine Punkte. Heißt, du kannst deine ganzen Perks nicht weiterholen und so weiter. Deswegen musst du halt, also halt in freien Lobby spielen. Und bis jetzt, bis zum jetzigen Patch, ging das nicht mit Freunden, außer du hast 50 Trillionen Lobbys durchsucht. Das dauerte dann mal eine Stunde oder eineinhalb Stunden so nach dem Motto. Und darauf hat man einfach keinen Bock gehabt. Jetzt haben sie es reingepatcht. Wie gut es funktioniert, ne? Ich weiß nur, dass das Spiel hatte durch neuen Patch jede Menge neue Fehler bekommen. Kann ich euch jetzt aber alles in dem einen Video jetzt nicht zeigen. Und deswegen gesagt, Dead by Daylight. Ich glaube, der Hype war groß. Plötzlich war es da und dann wurde es groß gehypt. Aber am Ende ist es doch nur wieder eine Enttäuschung, wie zum Beispiel Wolf. Aber übrigens, die Wolf ist nämlich auch scheiße, weil es ist free to play. Und ich habe damals 80 Euro bezahlt. Ich kriege das Geld von Steam nicht wieder. Finde ich mega scheiße. Gut, wir sehen uns im nächsten Let's Test wieder. Haut rein. Ciao, ciao.